Hallo und herzlich willkommen zu Ross und Reiter TV. In unserer neuen Rubrik Ross und Reiter TV weltweit haben wir uns auf den langen Weg in die Wüste gemacht. Denn im Emirat Dubai ist gerade die weltgrößte Pferderennbahn eröffnet worden. Wir waren dort und haben uns auf dem Maidan Racecourse für Sie umgesehen. Dubai, Handels-, Finanz- und Tourismuszentrum der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Stadt ist in wenigen Jahrzehnten aufgestiegen vom einfachen Beduinendorf zur Glitzermetropole des 21. Jahrhunderts. Spektakuläre Projekte wie das Atlantis Hotel auf der künstlich angelegten Palmeninsel, das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa, und das exklusive Luxushotel Burj Al Arab begründen Dubais Ruf als Stadt der Superlativen. Auch im Pferdesport denkt Dubai groß. Seit Anfang des Jahres besitzt man hier nun auch die größte Pferderennbahn der Welt. Pferde gelten in der arabischen Welt als traditionelles Kulturgut und Statussymbol. Mitten in der Wüste vor Dubais Toren entsteht Maidan City. Eine komplett neue Stadt mit Hotels, Apartments und Bürokomplexen. Im Zentrum dreht sich alles ums Pferd. Es ist der gerade erst fertiggestellte Maidan Racecourse. Ross und Reiter TV besuchte noch vor der offiziellen Eröffnung zum Dubai World Cup am 27. März den Maidan Racecourse und traf zufällig sogar einen echten Rheinländer. Ich komme ursprünglich aus Köln und arbeite jetzt seit einem halben Jahr hier in Dubai und hatte bisher noch nicht die Chance gehabt, hier die weltgrößte Pferderennbahn zu besichtigen und versuche heute das erste Mal mir anzugucken, wie die Rennen sind und die Leute hier. Vor dem Rennen ist der Ablauf am Vorführring fast wie auf einer europäischen Rennbahn. Allerdings gibt es aus religiösen Gründen keine Wetten. Zu einem derartigen Spektakel kommt natürlich auch Dubais Herrscher Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, um höchstpersönlich bei den Rennen seiner eigenen Pferde mitzufiebern. Selbst begeisterter Pferdeliebhaber züchtet er seit Jahren englische Vollblüter in Großbritannien und in seinem Rennstall Godolphin in Dubai. Vor dem Rennen herrscht die übliche Aufregung, aber die Jockeys bleiben gelassen. It's the sport that I love. It's in my blood because my father was a jockey also and talking about Maidan, we have the best track in the world. This year is my first time. Because the Maidan is the first year as well. That's why. Schnell noch ein Ratschlag von seinem Kollegen und Jockey-Legende Frankie Dettori, bevor Jockey Ahmad Ajtebi selbst mit seinem Pferd Sejada an den Start muss. Beim wichtigsten Rennen des Abends geht es um ein Preisgeld von $250.000 und natürlich um das Prestige für den Rennstall. Und ab geht das Feld. Es ist wirklich faszinierend, hier so nah dran zu sein. Gerade läuft das Rennen. Und eben kam sogar der Scheich vorbei, also die gesamte Prominenz und High Society aus Dubai ist hier. Tebi behält die Nerven und führt Sayada souverän zum Sieg. Und die Pferde? Sie genießen als eigentliche Stars des Abends ihren wohlverdienten Feierabend. Und ein packender Renntag neigt sich dem Ende zu. Am nächsten Morgen zeigt ein Blick in die Tageszeitung, wie wichtig Pferde in Dubai sind. Der glückliche Gewinner ist die Sensation im Sportteil. Auch der Gast aus Deutschland ist begeistert vom gestrigen Abend. Die Atmosphäre am Maidan Racecourse ist wirklich einzigartig. Es war sehr beeindruckend und vor allen Dingen das Rennen mit Ajtebi auf seinem Pferd Zidaya war unglaublich spannend. Und deshalb werde ich mir auch Karten für den World Cup Ende März besorgen, was das hochdotierteste Rennen auf der ganzen Welt sein soll. 10 Millionen Dollar winken dem Sieger des Rennens dann und Dubai winkt ein weiterer Rekord in seiner Sammlung der Superlativen.